So, willkommen zurück. Er poliert den Kelch und wir schauen uns hier mal etwas weiter um. Es muss hier doch etwas mehr geben, mit dem wir interagieren können. Hier Ich habe ist. keine Zeit zum Rumsitzen. Wir haben. Kann ich nicht, weil ich das. Die Statue eines Ritters, der einen Stab und eine Schriftrolle hält. Eine Schriftrolle ist ein Symbol der Gelehrsamkeit, das weiß ich. Ja, man muss es dann klicken, dann kann man nicht hiermit interagieren. Die Linse passt auf das Ende der Schriftrolle wie eine Hand in einen Handschuh. Hey! Ein Tempelritter auf dem Scheiterhaufen und ein Datum. Moment mal, also MCCCXIV, das ist 1314. Ein Tempelritter auf dem Scheiterhaufen. Ich kann es nicht mehr mitnehmen, schätze ich mal. Nein, kann ich nicht mehr. Ein Tempelritter. Dann rede ich noch mal mit ihm. Vielleicht hat er das fertig gerubbelt. Ah, es blitzt. Abermals einen guten Tag, Pater. Hey, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Was steht auf dem Kelch? Es war keine Schrift. Mein Fehler, es war ein Wappen. Das Bemerkenswerteste daran ist, dass mir das Wappen sehr bekannt vorkommt. Wirklich? Oui, ich glaube, ich habe es schon mal auf dem Grabmal dort in der Ecke gesehen. Das geflügelte Pferd ist recht auffällig. Wussten Sie, dass sich in dem Mittelfenster das Bild eines Mannes auf dem Scheiterhaufen versteckt? Der brennende Mann. Was? Sie wussten das? Dass sich dort ein Bild versteckt? Non. Aber die Kirche hat den Ruf, dass es hier spukt. Oft haben Menschen behauptet, einen brennenden Mann in einem Fenster gesehen zu haben. Aber wenn dann andere nachschauten, war nichts zu sehen. Vielleicht muss das Licht genau richtig stehen, damit man das Bild sehen kann. Ja, oder man braucht eine spezielle Linse. Sie müssen sehr stolz sein auf diese unglaubliche Sammlung von Bleiglasfenstern. Stolz ist eine Sünde, Monsieur. Aber es ist schwer, nicht ehrfürchtig zu staunen, wenn das Licht hindurchfällt. Ein exquisiter Beweis für das Genie des Künstlers. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Ah ja. Dann schauen wir uns doch mal das Grab an. Ob dieser Typ wohl im Kampf gefallen ist? Diese ganze Rüstung rumzuschleppen muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Ich staune, dass Philippe le Bel diese Gräber in Ruhe gelassen hat. Sich vorzustellen, dass da ein toter Kerl drunter liegt. Jetzt, wo ich weiß, worauf ich achten muss, ist ein Irrtum ausgeschlossen. Da steht zwar kein Name drauf, aber das Wappen ist unverkennbar der Pegasus der Familie de Vasconcellos. Ich habe die letzte Ruhestatt von Don Carlos gefunden. Mein Auge wandert zu den Bibelzitaten, die in den Rand der Grabplatte eingraviert sind. Hey, vielleicht haben diese Zitatangaben ja etwas zu bedeuten. Psalmen 32, 7, Johannes 4, 11, Korinther 4, 5 und noch einmal die Psalmen 22, 21.
Ich bin vielleicht nicht perfekt, aber ich habe ein Gedächtnis wie eine Bärenfalle. Der Kelch hat mich zu diesen Inschriften geführt, aber das erscheint mir eher als Zufall. Schließlich war das Wappen der Vasconcellos schon in der Handschrift abgebildet. Nein, ich bin immer noch überzeugt, dass der Kelch selber auch noch eine Bedeutung hat. Kann ich vielleicht den Kelch da drauf stellen? Das Grab von Don Carlos de Vasconcellos. Das muss es einfach sein. Ich kann es kaum erwarten, das der Gräfin zu erzählen. Aber zuerst einmal muss ich rausfinden, was es mit dem Kelch auf sich hat. Okay, schauen wir uns die Bibelstellen nochmal an. Psalmen 32, 7, Johannes 4, 11, Korinther 4, 5 und Psalmen 22, 21. Der Kelch hat mich zu diesen Inschriften geführt, aber das erscheint mir eher als Zufall. Ich bin immer noch überzeugt, dass der Kelch selber auch noch eine Bedeutung hat. Naja, da können wir an dieser Stelle wohl nichts mehr ausrichten. Außer vielleicht ihm fragen, ob er ihm die schnell zitieren kann. Abermals einen guten Tag, Pater. Bonjour, Monsieur. Wie schön, sich wieder mit euch zu unterhalten. Ah, okay. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Dass es sich immer genau gleich rumdreht. Und er tut fröhlich weiter rubbeln. Moment, das könnte man missverstehen. Dann gehen wir doch mal wieder dahin. Naja, oft läuft man ja nicht zu Fuß dorthin, deswegen. Ob sie etwas mehr darüber sagen kann? Hi, wie geht's? Bestens, George. Habe heute Morgen eine Geschichte verkauft. Dafür bekomme ich vielleicht keine Auszeichnung, aber ich kann die Stromrechnung bezahlen. Wo warst du? Erinnerst du dich an den vermissten spanischen Templer? Ich habe sein Grab in der Kirche von Maufrisson gefunden. Demnach ist er tot? Ich wünschte, du wärst nicht so sarkastisch. War nur ein Scherz, George. Die Gräfin wird entzückt sein. Ja, vielleicht wirkt das, um den Fluch zu lösen. Was nun? Gräbst du jetzt seine Knochen aus? Das ist nicht nötig. Noch nicht. Ich verstehe immer noch nicht die Bedeutung des Kelchs. Ja, da muss noch etwas sein, das wir nicht beachtet haben. Schau dir den Kelch jetzt mal an, Nico. Was ist passiert? Er glänzt ja richtig. Ein Priester in Maufrisson hat ihn für mich poliert. Das ist unglaublich. Ja, sieht aus wie neu. Nein, dass du herausgefunden hast, wozu Priester zu gebrauchen sind, das ist unglaublich. Ja. Mehr kann man hier wohl auch nicht machen. Ich bin so schnell wie möglich. Okay. Ich hatte mir das wohl falsch notiert, dass man da was Wichtiges machen muss. Naja, Ernest ist menschlich. Und so haben wir ein tolles, tiefgründiges Zitat bekommen. Gehen wir noch mal ins Museum, weil ja André Lubino müsste ja eigentlich etwas mehr darüber wissen. Die Vitrine als solche ist intakt, aber da, wo sich das Dreibein befunden hat, liegt jetzt ein Schild mit der Aufschrift Objekt vorübergehend entfernt. Hi, André. Hallo, George. Wo sind Sie gewesen? Nicole sagte, Sie wären verreist. Ich bin gerade aus Syrien wiedergekommen.
Syrien? Auf den Spuren der Tempelritter? Das ist eine lange Geschichte, aber ich habe den Stierkopf gefunden. In der Schriftrolle fand ich eine Bemerkung darüber. Erinnern Sie sich? Ja. Was ist es denn? Eine geheime Höhle, die hoch oben in eine Klippe geschlagen wurde. In der Höhle habe ich eine Karte gefunden, auf der ein lateinischer Satz stand. In Occidenta sita est in ora mundi. Die Insel Britannien? Liegt am Ende der Welt im Westen. Merkwürdig. Auf der Karte scheinen ein paar Zeiger zu sein. Wie gesagt, es ist eine Schatzkarte. Als ich in Syrien war, habe ich ein seltsames Götzenbild entdeckt. Sah wie ein Kopf mit drei bärtigen Gesichtern aus. Grässlich. Das klingt, als wäre es Baphomet, das Götzenbild, das die Tempelritter beschrieben haben. Die armen Christusritter hatten ein Götzenbild, das so aussah? Angeblich ja. Die Beschreibung des Götzenbildes stammt aus Beweisen, die von der Inquisition herausgepresst wurden. Man darf allerdings nicht außer Acht lassen, dass auf den Besitztümern der Tempelritter niemals auch nur eine Statue oder ein Götzenbild gefunden wurde. Das heißt, bis jetzt. Im vorigen Monat wurde eine Statue von Baphomet ausgegraben. Direkt hier, in Paris. Wo? Im Institut Hermétique de Nerval. Die Statue befindet sich unter den Fundamenten. Ein Arbeiter hat sie bei der Renovierung des Gebäudes entdeckt. Aha. Können Sie mir mehr über die Statue von Baphomet erzählen? Es handelt sich dabei um ein angsteinflößendes Bild, sogar heutzutage noch ein bärtiger Kopf. In den Sockel der Statue sind Symbole der Tempelritter eingraviert. Einer der Arbeiter bemerkte einen seltsamen Fleck am Sockel. Er behauptet, dass der Fleck wie Blut aussähe. Blut? Genau. Blut. Was sagen Sie zu diesem Kelch, André? Das ist ein Kommunionskelch aus dem 14. Jahrhundert, vermutlich spanischer Herkunft. Sie kennen Ihre Pappenheimer. Was sagen Sie zu diesem Kelch, André? Das ist ein Kommunion... Sie kennen Ihre Pappenheimer. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Keine Ursache. Ups, ich hab's das Sing gerade weggedrückt. Gut, manchmal reißen Sätze auch ab, aber... Ja, gut. Das passiert. Das Spiel ist auch schon älter. Und ich kann im Original, also als ich es damals auch... also, wie drücke ich es jetzt aus? Ohne Scamfer gespielt habe, war das nicht so. Es kann aber einfach sein, dass jetzt die... vom technischen Aspekt her, dass etwas anders aufgearbeitet wird. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir helfen? Was ist? Ich hätte da ein paar Fragen. Sie machen das ja ganz prima. Danke, ich habe schließlich auch meinen beruflichen Stolz. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der eine Gauloise so formvollendet rauchen konnte. Das ist eine natürliche Begabung. Das war sarkastisch gemeint von mir. Das war gleichgültig gemeint von mir. Darin sind Sie auch sehr gut. Danke, vive la différence! Ah ja. Tja, und was machen Sie hier so? Pause! Ja, ich meine, wenn Sie die Pause beendet haben. Eine Pause beenden? Was für eine interessante Vorstellung, Monsieur. Sie müssen da wahrscheinlich erst mal drüber nachdenken. Ich werde noch eine Zigarette rauchen, während ich dieses neuartige Konzept durchdenke. Vielleicht auch noch morgen. Tja, motivierte Arbeiter. Okay, formulieren wir das mal anders. Zu welchem Zweck wurden Sie engagiert? Um die archäologische Ausgrabung im Untergeschoss dieses Gebäudes von Schutt freizuhalten. Und um kleine Schäden an den Torrahmen mit meinen kleinen Farbpinselchen wegzutupfen. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Stimmt allerdings. Unglücklicherweise bin ich kein sehr verantwortungsvoller Mensch. Unglücklicherweise. Und was wissen Sie über die Ausgrabung hier? Ich weiß zum Beispiel, dass die mich nicht reinlassen, damit ich meinen Job erledigen kann. Ich würde mich ja bei meiner Gewerkschaft beschweren gehen, aber... Sie haben sich nie die Mühe gemacht, beizutreten. Stimmt. Aber ich sag Ihnen was. Ich finde es erstaunlich, was für Leute sich alles für diese Ausgrabung interessieren. Was ist denn so Ungewöhnliches an den Besuchern hier? Keiner davon sieht für mich wie ein Archäologe aus. Wissen Sie denn, wie ein Archäologe auszusehen hat?
Ein dreiteiliger Anzug, Aktenkoffer aus Krokodilleder, Rolex. Aber so zieht sich doch kein Archäologe an. Genau, Monsieur, ganz genau. Also, wer ist das? Wen interessiert das, solange die mein Gehalt zahlen? Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Ja, er hat mir eine ganze Menge Fragen gestellt, genau wie Sie. Ah, interessant. Haben Sie diesen Mann schon... Ja. Was sagt Ihnen das Wort Tempelritter? Tempelritter? Tja. Nichts? Nichts. Naja, vielleicht Tempel und Ritter. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Dann gehen wir doch mal zum Lachen in den Keller. Reden wir doch mal mit diesem Typen. Hallo? Entschuldigen Sie? Oui? Wir sehen uns später noch. Au revoir, Monsieur. Hier ist ein Telefon und hier ist... eine Tür. Eine geschlossene Tür. Das Wort Toilette ist in das billige Furnier geritzt. Diese Tür ist abgeschlossen, Monsieur. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Bei dem Versuch, in einen verschlossenen Waschraum einzudringen, beschlich mich ein starkes Déjà-vu-Gefühl. Ich möchte gern in den Waschraum, aber die Tür ist abgeschlossen. Oh, kein Problem. Hier ist der Schlüssel. Danke. Was genau machen Sie eigentlich hier? Ich stehe auf Wachposten. Sollte ich Ihrer Meinung nach lieber Schafe scheren? Immer mit der Ruhe. Ich kann doch nicht wissen, dass Sie Wache stehen. Dürfte ich bitte erfahren, was Sie hier bewachen? Das ist geheim. Es ist nicht zufällig eine archäologische Ausgrabungsstätte? Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Eine Feststellung. Warum fragen Sie dann? Ich hatte so ein Gefühl, als wäre das hier kein normales Loch im Boden. Was wissen Sie über die Tempelritter? Es entsteht eine lange Pause, während der Wachposten überhaupt nichts sagt. Dann antwortet er... Nichts? Überhaupt nichts? Ist das irgendwie ein Test? Wie? Sowas wie eine Klassenarbeit in Geschichte? Nein, eher wie ein Test. Okay, ja, es ist ein Test. Oh, dann weiß ich absolut überhaupt nichts über die Tempelritter. Der Spruch ist gut. Wir sehen uns später noch. Au revoir, Monsieur. Okay, sieht er aus wie Kohleraum. Das Ding fühlt sich richtig heiß an. Es scheint wegen großer Nachfrage auf ziemlich hohen Touren laufen zu müssen. Ich möchte es lieber nicht benutzen, solange das nicht unumgänglich ist. Die Dichtung am Kaltwasserhahn scheint hin zu sein. Das tropft nur so ins Becken. Ah, hier. Jetzt benutze ich nämlich den Schlüssel und drücke den Schlüssel in die Seife. Ich mache in der Seife einen Abdruck des großen Schlüssels. Was nicht schlecht ist. Hier geht es gleich weiter.